Hallo YouTube, ich bin Meister Bini und in diesem Video will ich euch einige Tipps und einige Tricks zeigen, wie ihr eure ersten Runden als Spielleiter, als Meisterin, als Dungeon Master, als Erzählerin oder als heiliges Fischbrötchen gut übersteht und dabei sogar vielleicht noch Spaß habt. Aber erstmal natürlich ein Disclaimer: Mit diesem Video versuche ich mitnichten eine allumfassende Wahrheit unters Volk zu bringen, sondern lediglich meine Sicht der Dinge zu schildern und wirklich lediglich einige Tipps und einige Tricks zu zeigen. Wenn ihr mit denen nicht konform geht, könnt ihr das gerne anmerken. Dazu ist dann die Kommentarleiste unter mir zuständig. Aber ich bitte doch darum, auf etwaige Beleidigungen zu verzichten und das Ganze recht freundlich zu machen, auch wenn wir hier bei YouTube sind und hier immer noch der soziale Ausnahmezustand herrscht. Da ich das jetzt endlich hinter mich gebracht habe, kann ich euch sagen, dieses Video wird in zwei Abschnitte untergliedert sein. Im ersten Abschnitt werde ich also auf die Menschen eingehen, die noch nie zuvor gespielt haben und sich jetzt versuchen, in ein Universum, in ein Setting einzuarbeiten. Was ihr da so tun könnt, um gut reinzukommen, sage ich euch also im ersten Abschnitt. Und im zweiten Abschnitt wird es dann wirklich um die ersten Runden gehen und der ist vielleicht auch für die interessant, die zwar schon seit Jahren spielen, sich aber möglicherweise noch nie ans Spieleleiten oder ans Meistern oder ans Dungeon Master sein oder ans Erzählen rangewagt haben. So, aber für beide Gruppen, also für die, die noch nie gespielt haben und für die, die schon gespielt haben, aber noch nie Spielleiter waren, gilt eine Frage. Und diese Frage ist essentiell und wirklich unheimlich wichtig. Für diese Frage solltet ihr euch einige Zeit nehmen. Und zwar, habe ich eigentlich Lust und habe ich die Zeit, um Spielleiter zu sein? Kann ich mich denn eigentlich vorbereiten und kann ich die etwaigen und die ganzen Runden, die ich spielen werde, nachbereiten? Kann ich mir Sachen aufschreiben? Habe ich denn Lust, mich in ein Universum so reinzulesen, dass ich also wirklich kompetent Geschichten erzählen kann? Diese Frage solltet ihr euch erstmal stellen. Wenn ihr euch diese Frage schon längst gestellt habt, und ich hoffe das einfach mal, weil ihr euch jetzt dieses Video anschaut und diese Frage mit einem energischen Nicken, ja, ich habe Zeit, ja, ich habe Lust und so weiter und so fort, beantworten könnt, dann können wir ja zum ersten Abschnitt kommen. Ihr habt euch also zusammen und nur so können gute Entscheidungen gefällt werden mit eurer Gruppe für ein Universum entschieden. Ich, anno dazu mal, hatte mich mit meiner Gruppe, die wir da gegründet hatten, auf das schwarze Auge geeinigt. Und ihr wollt jetzt irgendwie in dieses Universum eintreten. Natürlich gibt es da den regulären Weg, der da wäre, die einzelnen Publikationen, die einzelnen Regelwerke sich zu holen und auswendig zu lernen. Dieser Weg ist aber möglicherweise natürlich nicht für alle, einigen macht das bestimmt auch Spaß, aber für die meisten vielleicht der eher trockenere und der eher vielleicht nicht ganz so attraktive Weg, weswegen ich mich für einen anderen entschieden habe. Natürlich habe ich mir auch das Grundregelwerk für DSA gekauft. Hier ist es einmal, es ist auf jeden Fall im Internet und überall anders auch erhältlich. Habe mir dann auch noch im Laufe der Zeit einige andere Bücher geholt, wie das zum Beispiel, also Regelerweiterungen. Habe aber erstmal mich in die Welt eingefühlt. Allererstes habe ich mich gefragt, was eigentlich gibt es so? Wie viele Kontinente gibt es eigentlich auf Dere, so heißt die Welt in das schwarze Auge. Und ich habe herausgefunden, es gibt mehrere und ich habe mich einfach mit dem am meisten erschlossenen Kontinent begnügt. Das ist Aventurien und zu diesem Kontinent gibt es wirklich tausende Bücher mittlerweile. Deswegen habe ich mir einfach ein Spiel geholt, ein Computerspiel, was in Aventurien spielt und den klangvollen Namen Drakensang, das schwarze Auge steht hier drüber, Drakensang trägt. Was für ein riesiger Fehler, denn dieses Spiel ist absoluter Bullshit meiner Meinung nach, weswegen ich irgendwann nach 3 Stunden, als ich das gemerkt habe, die DVD wutentbrannt aus meinem Fenster geworfen habe, weswegen diese Hülle komplett leer ist und verschwinden kann. Aber trotzdem hat es mir die Welt ein wenig näher gebracht und das ist jetzt gerade auch nur meine Meinung gewesen. Ihr könnt also dieses Spiel auch mögen, dann sind unsere Meinungen einfach nicht die gleiche. Habe mir zudem, das habe ich jetzt gerade nicht hier, sondern in meiner alten Wohnung noch,
Bücher gekauft. Und zwar komplette Geschichten, die gibt es für das schwarze Auge auch zuhauf. Ich glaube mittlerweile 70, 80, sogar noch mehr. Die beiden Bücher, die ich mir gekauft hatte und auch komplett durchgelesen habe, waren wirklich gut, wenn auch verstörend aufgrund des hohen Aufkommens von Genitalien und Blut, was aus diesen Genitalien rauskam. Das war etwas verstörend, aber trotzdem irgendwie gut, um das Universum kennenzulernen. Und ich habe mir Hörspiele geholt, die es mittlerweile auch gibt. Und die dann von Leser zu Leser, da ist das ist ja relativ subjektiv, welche Stimme ich da angenehm finde, doch recht unterschiedlich waren, aber so zum Einschlafen und vor allem, und darum geht es ja, zum Weltkennenlernen wirklich großartig ist. Nach einiger Zeit konnte ich dann bestimmten Namen, die vom davor einfach nur eine seltsame Aneinanderreihung von verschiedenen Buchstaben waren, bestimmte Orte zuordnen, wusste also, was die Wüste Qom ist und vor allem, wo sie liegt. Habe mich dann mit meinem großartig errungenen Grundstock an Wissen in die weite Welt des Internets begeben. Und das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, denn natürlich als Anfänger fragt Mensch dann irgendwie einige Dinge, die schon tausendmal vorher gefragt wurden oder die dann vielleicht womöglicherweise gar keinen Sinn machen. Bei mir waren es großartige Fragen wie: wo liegt eigentlich Praios und der Namenlose? Ist das wie bei Harry Potter? Mit diesen Fragen macht ihr euch nicht beliebt, stellt sie nicht. Praios ist ein Gott und der Namenlose will nicht mit Voldemort verglichen werden. Das für alle, die vielleicht nicht DSA kennen. Nur sollte euch mal irgendwer darauf ansprechen, ihr ein Klappmesser an eure Kehle halten und sagen: Wer ist eigentlich Praios? Dann könnt ihr sagen, es ist ein Gott. Ich habe euch gerade das Leben gerettet. Bitteschön. Aber trotzdem, und das ist das Wichtigste, ihr solltet, wenn ihr diese Fragen stellen müsst, weil ihr es wirklich nicht wisst, solltet ihr sie stellen können. Und da gibt es dann natürlich einige Foren, in denen das geht. Ich kenne eins, das schreibe ich in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann anmelden, wenn ihr denn wollt, denn da gibt es ganz, ganz viele nette Menschen, die auf solche Fragen mit wirklich netten Antworten um die Ecke kommen. Natürlich gibt es auch da Trolle. Wo gibt es Trolle eigentlich nicht? Aber die halten sich doch relativ im Zaum. So, das heißt, findet ein gutes Internetforum. Wie gesagt, ich kenne den Nerdpol, der ist wirklich gut. Da könnt ihr euch anmelden. Das Ding ist auch kostenlos und so weiter und so fort. Werbung, Werbung, Werbung. Und da stellt Fragen, die ihr stellen müsst, auch wenn sie vielleicht möglicherweise gar nicht so viel Sinn ergeben wie meine Anfangsfragen, aber diese Dinge müssen geklärt werden. Das führt mich gleich zu einer weiteren Sache. Und zwar seid euch selbst gegenüber freundlich. Und das ist ein Ding, was viele Leute gar nicht beachten und worauf sie gar nicht achten. Aber es ist unheimlich wichtig, sich selbst Zeit zu lassen, in dieses Universum einzutauchen und die ganzen Termini, die es dort gibt, zu lernen. Das heißt, seid nicht sauer auf euch, wenn ich mal wieder mit Beispielen aus dem schwarzen Auge um die Ecke kommen dürfte, nicht alle 12 Götter auswendig kennt und diese 12 Götter auch nicht allen Monaten, denn die Monate im schwarzen Auge sind nach den Göttern benannt, die nicht zuordnen könnt. Dann ist das eben so, das kommt mit der Zeit oder kommt nie. Die Zuordnung auf die Monate kann ich bis heute nicht und aus irgendwelchen Gründen wurde es auch nie gebraucht. Wenn ihr, das nimmt jetzt ein bisschen den zweiten Abschnitt vorweg, da in den ersten Runden wirklich absolut für angekackt werdet, brecht ab. Denn wenn es da schon unheimliche Auseinandersetzungen gibt, nur weil ihr nicht alle Regeln auswendig kennt und ihr werdet sie nicht auswendig kennen, dann wird es über alles andere auch endlose, nervtötende Auseinandersetzungen geben und das Ganze macht keinen Sinn. Achtet also darauf, dass ihr mit netten Leuten spielt und das Wichtigste, habt Spaß. So, komme ich zum zweiten Abschnitt. Wie gesagt, das sind ja nur einige Tipps, einige Tricks, die ihr da machen könnt. Also zum zweiten Abschnitt. Ihr habt euch ein Universum ausgesucht, ihr habt euch ein bisschen in die Welt eingefunden, habt euch ein paar Karten angeschaut, wisst, was ihr
da vor euch habt, worum es geht, ob es Science Fiction ist, ob es Steampunk ist, ob es eben Fantasy ist oder sogar purer Realismus. Das gibt es ja auch. Und habt euch schon so ein bisschen darauf geeinigt, was ihr eigentlich spielen wollt mit dem Universum und im Universum dann vielleicht nochmal darauf geeinigt, ob ihr dann eher High-End-Fantasy mit riesigen Drachen und lauter Feuerwänden und sprechenden Riesenmülleimern, was weiß ich denn, spielen wollt. Oder ob ihr lieber Low-End-Fantasy spielen wollt. Low-End ist ein wahnsinnig schlimmes Wort, vor allem, weil ich es falsch ausspreche. Also das Ganze möglichst realistisch halten wollt, beides zum Beispiel geht im Schwarzen Auge, aber auch in tausend anderen Universen, oder ob ihr halt eben Science-Fiction spielen wollt, ob ihr Bock auf Serenity habt, was ein großartiger Ableger der besten Fernsehserie der ganzen Welt, nämlich Firefly ist, oder ob ihr Star Wars, Star Trek, der eine Ring, Cthulhu, oder Warhammer 40k oder lieber Warhammer Fantasy oder was auch immer spielen wollt. Also darauf habt ihr euch geeinigt und ja, jetzt muss irgendein Abenteuer her. Und da habe ich einen Tipp, bei dem vielleicht alte Hasen und alte Rehböcke, Keiler, was auch immer, aufschreien mögen. Ich rate euch, die ihr noch nie vorher ein Spiel geleitet habt, wirklich ein vorgeschriebenes Abenteuer zu benutzen. Danach könnt ihr immer noch selber Abenteuer schreiben, so habe ich es gemacht. Aber erstmal könnt ihr wirklich die Struktur eines Abenteuers studieren. Es gibt wahrscheinlich auch für das Universum, was du gewählt hast, sogenannte Einsteigerabenteuer. Danach könnt ihr einfach mal suchen. Das sind sogar für die Spielleiterinnen und die Meister dieser Welt großartige Tipps an die Seite geschrieben, worauf ihr achten solltet, wie ihr am besten Atmosphäre aufkommen lasst und so weiter und so fort. Diese Tipps sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, denn nicht immer stimmen sie und nicht immer führen sie zu einem guten Spielgefühl. Aber trotzdem, und das ist meine Erfahrung, haben sie mir unheimlich weitergeholfen. Vor allem, und das ist ganz doll wichtig, weil in dem Abenteuer, das ich gespielt habe, war ein Einsteigerabenteuer, die Regeln am Rand vermerkt waren, die ich jetzt gerade brauchte. Worauf ich würfeln lassen kann, worauf ich ja achten muss, welche Regel ich anwenden kann und wie diese Regel heißt und in welchem Regelbuch sie zu finden ist. Und das war unheimlich wichtig für mich und es hat mir wirklich, wirklich weitergeholfen. Vor allem aber könnt ihr eine Sache machen, euch natürlich das Abenteuer legal erwerben und dann es euch nochmal kopieren, komplett einscannen, was auch immer, und es euch dann ausdrucken. Das habe ich getan, denn ich habe diese Geschichte weitergesponnen. Ich habe festgestellt, nach ungefähr 15 Seiten, das ist hier wirklich nicht das Abenteuer, was ich erzählen will. Das ist hier völlig, ja, keine Ahnung, langweiliger Bockmist. Also streiche ich hier was raus, schreibe hier was rein, füge hier Gegner dazu und ändere hier die Hintergründe der Gegner. Das Ganze hat mich dazu gebracht, dann wirklich meine Abenteuer von dort aus selbst zu schreiben. Aber dieses vorgeschriebene Abenteuer hat mir wirklich einen Grundstock an Informationen geboten, den ich sonst möglicherweise nicht bekommen hätte. Ihr könnt euch als Vorbereitung natürlich auch, da kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen, Livestreams anschauen. Mittlerweile gibt es ja noch einige Menschen, die auf YouTube oder anderen Plattformen, die es bestimmt auch gibt, wette ich, die ich jetzt aber nicht kenne, Twitch oder so heißt eine andere. Jetzt lachen bestimmt ganz viele, weil sie nicht so heißt. Also, Livestreams machen, das heißt, ihre Runden filmen oder aber übers Internet mit anderen Leuten spielen und das Ganze zur Verfügung stellen. Auf meinem Kanal gibt es sowas auch, aber es gibt auch noch ganz viele andere Kanäle, die das weitaus besser und großartiger machen als ich. Einige Kanäle werde ich in der Videobeschreibung vermerken und da könnt ihr dann also einfach mal euch anschauen, wie so eine Runde funktioniert, wie sie so ablaufen kann. Grundsätzlich gilt aber, spielt, wie ihr wollt. Nur weil irgendwer in irgendeinem Forum behauptet, dass er, sie, es seit 50 Jahren Rollenspiele spielen, dass sie sich das Ganze eigentlich ausgedacht haben und eigentlich das komplette Universum auf ihren Ideen besteht, nur weil sie das behaupten oder selbst wenn das wahr ist, heißt das noch lange nicht, dass die wirklich wissen, wie ihr spielen wollt. Denn es gibt Leute, die einfach Lust haben, alle Regeln mit einzubeziehen, wirklich regelgetreu jedes
einzelne Event auszuwürfeln oder was auch immer ihr als Regeln da vor euch habt. Und es gibt welche, die sagen, Regeln sind mir eigentlich so lala. Ich entscheide mich mit meiner Gruppe lieber zu, und da geht mein Rechner aus, lieber zu extra Regeln oder fast gar keine zu benutzen, außer die üblichen, wirf mal einen Attacke-Wurf oder parier mal lieber, ansonsten hast du diese mit Stahlklingen übersäte Sense in deiner Nase. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Leute, die natürlich auch ganz unterschiedlich spielen. Ihr solltet euch da schon ein bisschen auf einen Weg, der jetzt natürlich nicht komplett festgefahren sein sollte, aber auf einen Weg solltet ihr euch so halbwegs schon geeinigt haben. Wenn ihr das eben so tut wie ich, also euch ein vorgeschriebenes Abenteuer nehmt, es ein wenig umschreibt oder sogar fast komplett umgeschreibt, denn wenn die Leute, was glaube ich einer auch getan hat, sich das Abenteuer mal vornimmt, so fällt ihnen auf, dass das wirklich eigentlich, was sie da durchgemacht haben, nichts mit diesem Abenteuer zu tun hat. Bei mir hieß das Abenteuer der Eichenkönig, Erlkönig. Ich hab's jetzt natürlich hier auch nicht. Doch! Wie gut bin ich denn eigentlich vorbereitet? Im Bann des Eichenkönigs heißt das Ganze bei mir. Ja, wie gesagt, bei mir sind 1000 Dinge geschrieben worden. Sachen sind angestrichen worden, durchgestrichen worden und es ist ziemlich viel drin rumgekritzelt worden. Also, das kann ich euch nur empfehlen. Grundsätzlich geht für eure erste Runde natürlich, also zumindest ich, und ich habe mit Leuten zusammengespielt, die, glaube ich, das Schwarze Auge seit 15, 12 Jahren spielen. Ihr seid aufgeregt und das ist erstmal vollkommen normal und ihr müsst in das Gefühl reinkommen. Ihr müsst euch überwinden. Vielleicht kennt ihr die Menschen gar nicht so gut, mit denen ihr zusammenspielt. Dann müsst ihr natürlich erstmal euren inneren Schweinehund überwinden, um Charaktere darzustellen, um euch zu verausgaben, um zu lachen, um zu weinen, um Angst zu haben, um all das Großartige zu erleben, was denn Rollenspiele euch bieten können. Und da solltet ihr euch wie bei allem anderen Zeit geben und vor allem auch eurer Runde. Das heißt, eure 4 Leute, die da euch jetzt gegenüber sitzen, haben möglicherweise noch nicht die Spieltiefe, die ihr euch wünscht. Das heißt, die Leute fangen noch nicht an, sich gegenseitig zu streiten. Sie flüstern noch nicht, wenn sie in einer dunklen Burg sind, wo böse Räuber auf sie warten. Und sie gucken sich noch nicht panisch um, wenn sie durch düstere Dungeons laufen. Lasst ihnen Zeit, wartet, bis sie drin sind, bis sie sich gegenseitig kennen, bis sie sich abgetastet haben und wissen, okay, hier werde ich nicht ausgelacht. Denn wir kommen alle aus einer Welt, wo Gefühlsausbrüche irgendwie immer noch relativ verpönt sind und dementsprechend auch nicht gerne gesehen sind, gerade wenn ihr eine männlich dominierte Gruppe habt. Was schade ist, bei mir ist das leider nur so, dass ich zumindest biologisch männliche Personen in meiner Gruppe habe, was ich sehr schade finde. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Also lasst euch Zeit und seid offen euch und allen anderen gegenüber. Macht euch nicht darüber lustig, wenn irgendwer einen Sprachfehler hat und wenn irgendwer vielleicht sogar einen Sprachfehler spielt. Er wird es oder sie wird es nie wieder tun. Also seid da auf jeden Fall auch ein wenig mit und einfühlend miteinander. Und das ist noch eine wichtige Sache, wenn ihr das erste Mal spielt. Fragt, was die Menschen können und was sie nicht können. Was sind Tabus? Ja, könnt ihr Folter-Szenen übelster Sorte mit reinnehmen? Könnt ihr psychologischen Terror ausüben? Könnt ihr, keine Ahnung, wirklich so spielen, wie ihr euch das vorstellt und da Wahnvorstellungen den Menschen unterstellen und was auch immer? Dürft ihr das oder können das eure SpielerInnen überhaupt nicht? Fragt vorher nach, was geht und was nicht geht. Es gibt genügend Leute, die panische Angst vor Spinnen haben und mit diesen auf keinen Fall zusammenspielen möchten und auch nicht die Vorstellung leiden können, wenn ihnen Spinnen halt hinten in den Nacken fallen. Dann lasst es. Es ist nicht witzig, das zu tun, wenn euch irgendwer gesagt hat, bitte das nicht mit reinnehmen. Es ist nicht in irgendeiner Weise spielfördernd. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass der Mensch dicht macht und entweder gar nichts mehr sagt, was das
Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann, oder dass der oder die Spielerin dann einfach geht. Beides sind Fälle, die ihr nicht haben wollt, also nehmt Rücksicht, das ist unheimlich wichtig. Wenn ihr das auch geklärt habt, es gibt also sehr, sehr viel zu klären, und wenn ihr es geschafft habt, in eurem jeweiligen Universum eure Charaktere und die Charaktere der anderen Person irgendwie zu erstellen, das möchte ich jetzt auf keinen Fall in irgendeiner Weise angehen, denn das ist ein Thema für sich und das kann natürlich dann nur settingabhängig abgewickelt werden. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, passt auf, dass die Charaktere zueinander passen oder dass das Ganze irgendwie harmonisch durch die Gegend laufen kann, denn meine erste Runde war die Hölle. Da hatte ich also einen Kopfgeldjäger, einen gesuchten Schwerverbrecher. Ich hatte eine männerhassende Hexe und einen Schwertgesellen, der nicht allzu viel Profil hatte. Das Ganze war also ein einziges Chaos. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, aber natürlich waren die Menschen auch sehr nett zu mir. Passt also auf, wenn ihr diesen Stress nicht haben wollt, lasst die Leute irgendwie zueinander passen oder sich vielleicht sogar vorher schon kennen. Und dann fangt einfach an. Wenn ihr all das gemacht habt, diese Vorbereitungen habt, euch ein extra Hefte angelegt habt, was ich übrigens auch getan habe, indem ich alles reinschreibe, was so passiert und was so passiert ist, dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Dann gilt es einfach nur noch Spaß zu haben und sich von der Geschichte mitreißen zu lassen. Wenn die Geschichte seinen Verlauf nimmt, werdet ihr merken, dass eine Sache, die ihr nicht steuern könnt, euer größter Freund ist, nämlich der Zufall, der pure Zufall. Denn durch den hat meine Kampagne, die ich jetzt mit meiner Offline-Gruppe gerade spiele, erst angefangen. Durch einen dämlichen Zufall. Ich hatte vergessen, einen Fakt zu geben, was eine Person viel mystischer erschienen ließ, als sie eigentlich sein sollte. Ich bemerkte es glücklicherweise und benutzte es für mich und zog daraus eine komplette Geschichte. Das passiert immer wieder. Denn der Zufall schreibt die allerbesten Geschichten und auch darin sind vorgeschriebene Abenteuer meistens ungewollt echt gut, nämlich sehr viele Lücken aufzuweisen, in die ihr reinspringen könnt und die ihr füllen könnt mit eurer kreativen Arbeit. Wenn ihr dann euer erstes Abenteuer hinter euch gebracht habt, könnt ihr wieder mit eurer Gruppe zusammen natürlich euch eigentlich überlegen, ob ihr nicht euer eigenes Abenteuer schreiben wollt und wie das so geht und vor allem, welche Tipps und welche Tricks ich da für euch habe, wie ihr euch da am besten vorbereiten könnt, werde ich im nächsten Video, was so vielleicht in einer Woche rauskommt, berappen. Bis dahin wünsche ich euch allen wahnsinnig viel Spaß. Solltet ihr weiterführende Fragen haben, schreibt mich doch an. Bitte vielleicht womöglicherweise sogar eher an meine E-Mail-Adresse, die ich unten in der Videobeschreibung hinterlassen werde. Denn das YouTube-Nachrichtensystem ist etwas seltsam und viele Nachrichten kommen auch nicht an oder nur verspätet an und sind irgendwie seltsam. Aber trotzdem schreibt mir auch bei YouTube, fragt nach, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche immer zu antworten, wenn ich nicht antworte, ist das entweder, weil ich zu viele Nachrichten bekommen habe oder weil ich vergessen habe, meinen YouTube-Channel abzurufen oder was auch immer. Also niemals böse Absicht. Wenn ihr Fragen habt zu selbstgeschriebenen Abenteuern, dann wartet bitte noch eine Woche, denn wie gesagt, dann gibt es ein Video, in dem ich euch mal komplett einweihe, wie ich mein allererstes selbstgeschriebenes Abenteuer gestartet habe, wie ich es schaffe, Angbar, eine relativ große Stadt in Aventurien, mit Leben zu füllen und was alles so für Querelen auf euch zukommen können. Das zeige ich euch dann. Bis dahin habt viel Spaß. Live long and prosper. Bis dahin. Tschüss.